Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Heute geht es um das Thema Jungpflanzenanzucht, speziell ums Pikieren. Wir werden öfters gefragt, wie macht ihr das, was sind eure Tricks und was muss ich drumherum wissen? Heute möchten wir darauf eingehen, was muss auf jeden Fall unserer Meinung nach pikiert werden, was kann, aber muss nicht pikiert werden und was darf ich auf gar keinen Fall pikieren? Da werden wir heute drauf eingehen. Fangen wir damit an, was unserer Meinung nach auf jeden Fall pikiert werden muss. Und da sind wir schon genau bei den Pflanzen, die ich gerade eben aufgezählt habe. Tomaten, Paprika, Chili, Auberginen, eben auch Physalis. Warum? Wir sehen die ja aus, die bekommen direkt Wärme von unten bei uns jetzt mit Heizplatten und die bekommen Licht. Das ist schon so eine Voraussetzung, die wir ja als sehr, sehr wichtig erachten. Wenn man sie sonst auspflanzt, kann es passieren, dass sie schnell hochwachsen. Und was kann ich dann machen? Ich habe immer noch die Möglichkeit, durchs Pikieren sie tiefer zu setzen. Was passiert beim Tiefersetzen? Der Stamm bildet eben neue Wurzeln aus und es wird eine kräftigere Pflanze. Ich kann es dann somit noch retten. Aber dann gibt es ja noch einen Punkt. Wenn ich die beispielsweise direkt in so Quick Pots oder in kleine Pöttchen aussehen würde, und die gehen dann auf. Was ist, wenn nur ein gewisser Teil aufgeht? Wenn jetzt zum Beispiel ein Drittel nicht richtig keimt, was bei älterem oder schlechtem Saatgut durchaus der Fall sein könnte. Natürlich nicht bei unserem, aber ihr kennt es aus der Praxis. Es kann immer mal passieren, auch wenn die Bedingungen nicht so ganz passen. Was habe ich dann? Die totale Platzverschwendung und dann ärgere ich mich. Also, unserer Meinung nach alles gute Gründe, um genau eben diese Gemüse- und Obstsorten zu pikieren. Kommen wir zu den Pflanzen, wo wir der Meinung sind, die kann man pikieren, muss man aber nicht. Beispielsweise machen wir das mit Kohlsorten, vor allen Dingen mit frühem Kohl. Der will ja auch direkt viel Licht haben, geht auch schnell in die Höhe und den pikieren wir halt eben auch. Genauso machen wir das auch mit Salaten. Man kann Salate vorpikieren, man kann auch zum Beispiel so eine ganze Quickpot-Platte nehmen, mehrere Körner in so ein Quickpot-Pöttchen reinsehen und wenn es zu viele sind, ja dann vereinzelt man sie halt eben raus oder setzt sie um. Das kann man da auch gut machen. Ein Wurzelgemüse, was man unserer Meinung nach pikieren kann oder auch erfahrungsgemäß gut pikieren kann, ist die rote Beete. Normalerweise sagt man ja immer, Wurzelgemüse auf gar keinen Fall pikieren. Bei rote Beete ist das kein Problem. Was kann man noch pikieren, muss man aber eben nicht. Das wäre zum Beispiel Stangen- und Knollensellerie und außerdem noch Postelein beispielsweise und Mangold. Kommen wir zu unserer dritten Kategorie, was unserer Meinung nach auf gar keinen Fall pikiert werden sollte. Pikieren heißt ja, ich habe eine Aussaatschale und habe ganz viele Sämlinge. Die Keimlinge kommen hoch und ich vereinzel die dann und setze die in neue Pöttchen um. Zum Beispiel Zwiebelgewächse sollten unserer Meinung nach nicht pikiert werden. Ihr habt es schon bei uns gesehen, wir ziehen die vor, aber die werden nicht mehr dann hinterher einzeln pikiert. Also Zwiebelgewächse werden nicht pikiert bei uns. Außerdem wird bei uns nicht pikiert normale Wurzelgemüse, Schwarzwurzel, Möhre, Pastinake, das wird auch immer eine Direktsaat. Was außerdem bei uns nicht pikiert wird, sind zum Beispiel Bohnen, Erbsen, auch dicke Bohnen, habt ihr gesehen, werden vorgezogen, aber kommen dann so, wie sie sind, direkt in die Erde. Oder Erbsen, Zuckererbsen werden auch direkt in die Erde gesteckt oder eben Stangenbohnen. Also diese Gemüse werden auch nicht pikiert. Wo es auch unserer Meinung nach sehr wichtig ist, nicht zu pikieren, sind Kürbisgewächse. Also Zucchini oder eben auch Gurken. Das sind Pflanzen, die sehr, sehr empfindlich sind an ihren Wurzeln. Das heißt, wir sehen die in etwas größeren Pöttchen aus, dann werden da Pflanzen draus und wenn die dann in die Erde kommen und vielleicht tatsächlich ein bisschen längeren Stiel bekommen haben sollten, pflanzen wir sie einfach tiefer. Aber auch hier wird nicht pikiert. Wo macht das Pikieren eben noch keinen Sinn? Beispielsweise bei Spinat, Radieschen oder eben auch Feldsalaten. Die werden ausgesät in der Direktsaat, da brauche ich auch nicht zu pikieren. Wenn ich eine Aussaat mache, ist wichtig, die richtige Erde zu nehmen. Dafür wird nährstoffarme Erde genommen, sogenannte Aussaaterde.
Wenn ich dann aber pikiere, ist es wichtig, darauf zu achten, was ist es für eine Pflanze, die ich hier pikiere. Ist es ein Schwach- oder Mittelzehrer? Dann macht es Sinn, die folgende Erde, in die ich dann rein pikiere, ja, entsprechend aufzubessern. Wenn es eine dicke, gehaltreiche Komposterde sein sollte, die ich da habe, dann strecke ich die vielleicht mit Kokosfasern oder alter, magerer Gartenerde oder eben vielleicht auch mit Perliten, dass sie nicht ganz so gehaltvoll ist. Habe ich hingegen Starkzehrer, da ist es super, wenn ich dann direkt eine kräftige, beispielsweise Komposterde nehme, dass die Pflanze direkt genug Nährstoffe bekommt. Was sind jetzt eben Starkzehrer? Beispiel wäre Tomate, also Tomaten, Kürbisse oder eben auch Kohlpflanzen. Die brauchen jede Menge Power. Hingegen sind so Schwach-Mittelzehrer, sind so die Klassiker, beispielsweise Salate. Jetzt haben wir viel über die Theorie des Pikieren geredet, jetzt werden wir mal pikieren. Ihr habt schon gesehen, hier habe ich Tomatenpflanzen, hier habe ich Physalis. Wir werden jetzt mal eine Physalis pikieren. Was brauche ich dafür? Ein größeres Becherchen. Dann brauche ich die nächste Erde, habe ich hinter mir. Mit einem Pikierstäbchen mache ich mir jetzt hier ein Loch rein. Man kann auch mit Bleistiften arbeiten oder mit Stäbchen, keine Frage. Aber wenn man das so oft und jedes Jahr immer wieder betreibt, dann schätzt man ein schönes Pikierstäbchen. Ganz vorsichtig nehme ich jetzt den Keimling an den Blättern, ja, schon ein bisschen größer als Keimling, und versuche möglichst die Wurzel nicht zu verletzen und setze den dann bis zu den Blättern in die Erde hinein. Dann nehme ich auch gerne meine Finger und drücke die so an. Ihr wisst, ich arbeite sowieso gerne mit den Fingern, auch ohne Handschuh. Deswegen sehen sie auch immer so, ja, nach Garten aus. Jetzt wird die Pflanze noch angegossen und somit habe ich auch schon pikiert. Und weil es so schön ist, mache ich noch eine. Ihr Lieben, ich hoffe, das kurze Video hat euch Freude bereitet, war auch informativ. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns wie immer. Und unseren Kanal Garten Gemüsekiosk auf YouTube kann man abonnieren, ganz kostenlos. Es gibt regelmäßig werbefreie Videos. Wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet. Ich werde noch ein bisschen was verlinken für euch. Sag mal, hoffentlich bis Samstag, ansonsten bis zum nächsten Video. Verlinkt einmal hier oben unser Video mit den Quick-Tipps zum Tomatenanbau, vor allen Dingen auch zum Tomatenpikieren. Und wenn ihr sagt, Saatgutfestival, was ist denn da los? Wir haben hier noch einen Vlog vom letzten Jahr, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Dann seht ihr, wie es letztes Jahr war. Ich sage mal, egal ob ihr kommt oder nicht, viel Spaß beim Pikieren und bei euch im Garten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!